Herzlich willkommen und guten Morgen aus Berlin in die Welt hinaus. Mein Name ist Steffen Wenzel, ich bin der Moderator des heutigen Webinars Digital Denken, Anders Arbeiten. New Work, die neue Realität. Und wir haben heute einen Kunden zu Gast, nämlich Wacker Chemie, beziehungsweise den Herrn Dr. Hildenbrand, den ich Ihnen gleich noch näher vorstellen werde. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir heute direkt aus den Erfahrungen oder mit den Erfahrungen eines Kunden entsprechend in dieses Webinar gehen können. Herr Dr. Hildenbrand habe ich Ihnen schon angekündigt. Er ist Leiter Business Applications und insbesondere für den Bereich Digital Workspaces oder Digital Workspace bei der Wacker Chemie AG zuständig. Und ihm an die Seite gestellt haben wir heute Kevin Hähnlein. Er ist nämlich auch für den Digital Workplace als Berater, als Consultant bei der T-Systems Multimedia Solutions unterwegs, und die beiden haben entsprechend auch ein Projekt zusammen gemacht, und von dem wollen wir heute hören und von dem werden wir auch einiges hören. Wir wollen aber allgemein erstmal anfangen, indem wir über die Herausforderungen beim Thema New Work reden. Wir zeigen Ihnen die vier Ebenen, die dieses Thema umfasst. Wir zeigen Ihnen aber auch konkrete Lösungsansätze aus dem Projekt, und dann haben wir heute genügend Zeit über das Projekt natürlich von Wacker Chemie zu reden oder das Projekt New Work insgesamt auch, wie der Kunde damit umgeht, wie die T-Systems damit umgeht und natürlich auch, wie Sie damit umgehen. Was ist da Ihre Einstellung? Und wie gesagt, am Ende dann noch der Feedback-Bereich mit dem Download. So, aber bevor wir jetzt mit dem Vortrag von dem Kevin anfangen, vielleicht noch eine erste Umfrage, nämlich: Das ist das falsche Layout. Hier sind wir im richtigen. Was verstehen Sie denn unter New Work? Wir wollen einfach mal ein bisschen brainstormen zu Beginn, um auch von Ihnen ein paar Ansätze zu sehen, damit man irgendwie ein bisschen ins Gespräch kommt. Das wäre sehr nett, wenn Sie uns hier ein paar Sachen schreiben würden. Einfach reingeben: Was ist für Sie New Work? Vielleicht haben Sie sich auch noch gar nicht so tief damit beschäftigt und wollen heute hier im Webinar quasi ein bisschen einen Einblick bekommen. Also ich kriege aber schon ein paar Antworten, oder wir kriegen ein paar Antworten. Ein Mindset, digital vernetztes, standortunabhängiges Arbeiten, Kollaboration statt Direktion, wäre auch ein guter Ansatz. Agile Arbeitsformen, UCC-Lösung, da muss mir mal jemand helfen, was das dann entsprechend ist. Kevin, vielleicht kannst du da schon mit gleich in die Diskussion und in die Bewertung mit reingehen. Aber selbstbestimmtes Arbeiten, Kollaboration ist sehr wichtig. Haben wir auch sowas ein bisschen? Applikationen nutzen jederzeit von überall. Also dieses kollaborative Arbeiten kommt hier sehr stark zur Geltung. Selbstbestimmt, ortsunabhängig, ne? Also auch das berühmte von zu Hause aus arbeiten oder auch von verschiedenen Standorten und entsprechend dann auch auf alles zugreifen. Sind das so für dich so die wichtigsten Sachen? Schreiben Sie es ruhig auch, Sie schreiben es auch teilweise in den Chat, geht natürlich auch, sehe ich gerade parallel. Sie können es aber auch, wie gesagt, hier in diese Zeile unter der Umfrage eingeben. Sind tolle Antworten, ne? Viele auch. Ja, super. Also ja, guten Morgen kurz von meiner Seite hier aus Dresden, unserem hauseigenen Birkenwäldchen. Ja, tatsächlich super, super Antworten. Wenn man über New Work nachdenkt, gibt es natürlich super viele Facetten, wie man diesen Begriff definieren könnte. Und ich glaube, unter den Antworten könnte man eine sehr schöne oder mehrere Definitionen packen. Klar, vieles, was ich hier lese, kommen so aus der ursprünglichen Definition und da, wo der Begriff herstammt, wie auch schon sehr, sehr lange verwendet wird, nämlich selbstbestimmtes, freies, flexibles Arbeiten. Aber mittlerweile verbindet man da eben auch ganz, ganz konkrete Dinge oder Projekte damit, wie eben zum Beispiel UCC, Steffen, steht für Unified Communication Collaboration. Okay. Naja, also Devices und Tools, die eben moderne Arbeitsweisen ermöglichen. Ja, also sehr, sehr viele Dinge hier dabei, sowohl sehr konkrete Dinge, aber eben auch ja, Methoden, Mindsets, alles das, was wir auch unter New Work verstehen. Und was aber so ein bisschen zu kurz kommt, finde ich, aber darauf gehen wir ja auch noch ein, ist natürlich das Thema Arbeitsumfeld, ne? Arbeitsplatzumfeld, ne? Wie ist das Büro gestaltet? Gehört auch dazu, oder?
Absolut, absolut. Und da gibst du mir schon die perfekte Überleitung. Das ist nämlich auch mein Beispiel, womit ich ja Ihnen, bevor wir dann mit den Herrn Hildenbrand ins Gespräch kommen möchten, ja eine kurze Einleitung zu New Work geben möchte. Denn auch die Arbeitsplatzgestaltung gehört hier dazu, die Raumgestaltung. Und die wird auch immer wichtiger. Die haben wir übrigens auch in unserem White Paper nochmal näher betrachtet, das sei nochmal an der Stelle erwähnt. Viele von den Dingen, die Sie hier angesprochen haben, finden Sie dort drin. Also laden Sie sich das runter, sei Ihnen ans Herz gelegt und dann können Sie nach dem Webinar hier nochmal ganz in Ruhe alles nachlesen. Genau, aber kommen wir zurück zum Thema. Ich habe mir mal den War for Talent, also den Kampf um neue Arbeitskräfte, junge Arbeitskräfte, Talente rausgesucht. Denn ja, das ist eine Herausforderung, der man mit New Work begegnen kann. Und es ist vor allem eine Herausforderung, die sehr branchenübergreifend aktuell für viele Unternehmen existiert. Egal, ob wir über das Handwerk sprechen, wo das natürlich gerade sehr akut ist, über die Industrie, aber auch in der Dienstleistung IT, alle Unternehmen versuchen sich hier ja bestmöglich aufzustellen und die jüngere Generation, wo ich mich ja jetzt mal auch einfach mal noch mit dazu zählen würde, befindet sich ja heutzutage in der komfortablen Situation, sich den Arbeitgeber eigentlich aussuchen zu können. Und insofern ist es eine große Herausforderung für die Arbeitgeber, sich attraktiv eben für diese junge, gut ausgebildete Zielgruppe aufzustellen. Und deren Anforderungen sind dabei extrem gestiegen. Wenn wir uns das mal anschauen, dann ist das im Vergleich zu vielleicht noch vor 10, 15 Jahren eben ein ganz anderes Anforderungsprofil, was so ein junger ja, Arbeitnehmer, der vielleicht von der Uni kommt oder seine ersten 1, 2, 3 Arbeitsjahre hinter sich gebracht hat, mit sich bringt. Und damit haben die Unternehmen zu kämpfen. Hier treffen also ja, Anforderungen, Vorstellungen von modernen Digital Natives auf teilweise ja, ich will nicht sagen alte, aber doch ja sehr eingespielte konservative Unternehmensstrukturen. Und ja, dadurch ist es ja umso spannender, dass hier das aufeinandertrifft, weil dadurch sind viele Unternehmen da schon sehr weit, sich eben weiterzuentwickeln. Und ja, der moderne Arbeitsplatz spielt da eben eine Rolle. Zuletzt hat das Fraunhofer-Institut eine Studie gemacht in genau dieser Zielgruppe junger Arbeitnehmer. Und die hat ergeben, dass mittlerweile die Arbeitsplatzgestaltung, das Büro, einen sehr groß, sehr viel mehr höheren Stellenwert hat als das Gehalt. Das Büro, die Arbeitsplatzgestaltung steht auf Platz 1 und finanzielle Anreize reichen heutzutage nicht mehr aus, um junge Arbeitnehmer von seinem Unternehmen zu überzeugen. Ja, was auch dazu gehört, wir haben eben schon über Sinnhaftigkeit, Freiheit gesprochen. Auch das fordern heutzutage nicht nur junge, sondern auch Mitarbeiter, die schon länger im Unternehmen sind, ein. Mitarbeiter wollen mit einbezogen werden in die Strategie, in die Digitalisierungsstrategie generell, vielleicht auch in die Umorganisation des Unternehmens. Und ja, das ist etwas, wo heutzutage noch viele Mitarbeiter sagen, sie fühlen sich außen vor. Nur 19% der Mitarbeiter fühlen sich eben mit einbezogen in diesen Prozess. Und das ist aber zumindest aus unserer Sicht ein, ja, ein absoluter Erfolgsfaktor, die Mitarbeiter hier mit einzubeziehen. Es gibt da auch eine absolute Diskrepanz in der Wahrnehmung, je nachdem, wen man fragt. Fragt man das Top-Management unserer Kunden, dann sind die meistens davon überzeugt, dass alle Mitarbeiter hier von der Digitalisierungsstrategie oder der New Work-Strategie des Unternehmens wissen. Wenn man aber dann die Fachbereiche fragt oder den IT-Bereich fragt, dann bekommt man meistens total differenzierte Antworten. Und den Mitarbeitern ist nicht wirklich bewusst, wo will denn unser Unternehmen gerade hin, was ist denn unsere Strategie. Also die Herausforderungen sind hier in dem Umfeld sehr divers und das Wichtigste, was man hier eben machen kann oder was viele von Ihnen sicherlich auch schon haben, ist eben eine Strategie zu haben und auf Grundlage dieser Strategie ja, dann eben die Mitarbeiter mitzunehmen, die Mitarbeiter zu befragen, diese Strategie an die Mitarbeiter zu kommunizieren und Bestehendes zu hinterfragen. Das ist das absolute Kernelement, wenn man beginnt, sich mit New Work zu beschäftigen. Und da sind wir auch schon bei diesen vier Ebenen, die wir gerne nutzen, um New Work zu beschreiben. Wenn Sie diese Strategie haben oder zumindest ein Zielbild entwickelt haben, wo wollen wir denn hin, was fordern unsere Mitarbeiter von uns, dann ja, ist es genau der richtige Punkt, um sich als Unternehmen
zu hinterfragen, geben wir unseren Mitarbeitern überhaupt die richtigen Devices und Tools an die Hand, um eben diesen Anforderungen gerecht zu werden, um flexibel zu arbeiten, um gemeinsam zu arbeiten. Da sind wir bei dem ganz konkreten UCC-Beispiel, um transparent zu kommunizieren. Geben wir ihnen die Möglichkeit, vielleicht auch teilzuhaben in Form eines Social Intranets an der Unternehmenskommunikation, selber Inhalte zu erstellen, Wissen zu teilen. Aber auch ganz, ganz entscheidend, haben wir denn ausreichend digitalisierte Prozesse, um unseren Mitarbeitern den Arbeitsalltag bestmöglich zu erleichtern? Und haben wir auch zuverlässige Backend-Systeme, die es überhaupt uns ermöglichen, hier ja, Tools zur Verfügung zu stellen, Plattformen zur Verfügung zu stellen, Prozesse zu digitalisieren? Und ganz entscheidend auch, wie sieht es eigentlich mit den Skills und unserem Mindset aus? Sind unsere Mitarbeiter überhaupt schon so weit, dass sie eine transparente Unternehmenskultur leben wollen? Oder müssen wir hier Stück für Stück gemeinsam daran arbeiten, so eine transparente Unternehmenskultur zu entwickeln? Zu dem Thema Skills spielt natürlich auch die Rolle, wie lernen wir überhaupt im Unternehmen? Wie wird Wissen weitergegeben? Wie können wir uns innerhalb einer Abteilung, innerhalb eines Teams, eines Projekts weiterentwickeln? Also alles das, sehr, sehr viele Aspekte, die wir hier betrachten könnten, sicherlich Fragestellungen, die Sie sich auch in der einen oder anderen Form gestellt haben und die tatsächlich branchenübergreifend gerade als Herausforderung bestehen, wenn man sich mit dem Thema New Work beschäftigt. Ich habe hier mal noch ein paar konkrete Lösungsansätze oder besser gesagt Projekte mitgebracht, die dann eben dabei herauspurzeln, wenn man erstens eine Strategie hat, zweitens dieses Zielbild entwickelt hat und sich dann die eben von mir genannten Fragen mal stellt, dann kommt eben vielleicht dabei heraus, dass man an dem einen oder anderen Punkt konkreten Handlungsbedarf hat oder größeren Handlungsbedarf als an einer anderen Stelle und beginnt dann eben ja mit Projekten zu dem Thema New Work, die bestimmte Dinge im Unternehmen verbessern sollen. Nämlich zum Beispiel die Einführung von Office 365. Bin mir sicher, sehr, sehr viele von Ihnen haben das gerade hinter sich oder sind gerade dabei oder führen ein Social Intranet ein, um hier die Unternehmenskommunikation zu revolutionieren, den Mitarbeitern Teilhabe zu ermöglichen. Oder Sie beschäftigen sich mit der Automatisierung, Digitalisierung von Prozessen, nutzen dafür Workflow-Tools, nutzen dafür Robotic Process Automation, nutzen dafür Chatbots. Also alles das, ja, konkrete Projekte, die wir mit unseren Kunden gemeinsam gerade umsetzen. Und eins davon natürlich auch mit der Wacker Chemie, deswegen sind wir ja heute hier und ich freue mich auch, dass der Herr Hildenbrand sich bereit erklärt hat, mit uns gemeinsam das Webinar durchzuführen. Und ja, bevor wir ihn zu Wort kommen lassen, habe ich mal noch unsere Methodik mitgebracht, die wir ganz konkret im Projekt bei der Wacker Chemie angewendet haben. Bei der Wacker Chemie geht es um den digitalen Arbeitsplatz. Und wenn wir unsere Kunden bezüglich des digitalen Arbeitsplatzes beraten, dann sind wir hier als technologieunabhängige Berater niemand, der eine konkrete Plattform oder ein Tool oder irgendwas von unseren Partnern verkaufen möchte, sondern wir beginnen immer erst, und das ist die erste Phase unserer Lean Workplace Methode, mit einer Scoping-Phase. Das heißt ganz konkret, wir nehmen Anforderungen auf, wir befragen Mitarbeiter quer durch das Unternehmen, durch alle Abteilungen, durch alle Hierarchieebenen und entwickeln eben genau dieses Zielbild, was ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Was dann sehr besonders ist, wir steigen in die zweite Phase ein, eine Discovery-Phase, und wir vertesten ganz konkret bestimmte Tools, die eben diesen Anforderungen entsprechen könnten. Bei der Wacker Chemie ging es, wie gesagt, um den digitalen Arbeitsplatz, ganz konkret um die Einführung eines neuen Intranets als Einstiegstor in den digitalen Arbeitsplatz. Und hier haben wir dann 150 Mitarbeiter der Wacker Chemie als unsere Multiplikatoren auserkoren und mit denen verschiedene Tools vertestet, denen also Testumgebung unserer Partner zur Verfügung gestellt und das Feedback der Mitarbeiter hier eingeholt, während sie diese Testumgebung nutzen konnten und sind dann letztendlich natürlich auch nach Betrachtung finanzieller, technischer, organisatorischer Rahmenbedingungen zur Entscheidung gekommen, auf Grundlage des Feedbacks der Mitarbeiter, diese Technologie ist die richtige für die Wacker Chemie, und genau in der Designphase, die dritte Phase der Lean Workplace Methode, befinden wir uns jetzt gerade. Also wir sind gerade dabei, das Intranet gemeinsam mit diesen 150 Multiplikatoren neu zu gestalten und als Einstiegstor in den digitalen Arbeitsplatz bei der Wacker Chemie zu etablieren. Die vierte Phase, Learning und Growth, die sich daran anschließt,
die beschäftigt sich dann letztendlich nach dem Go-Live des Systems damit, wie kann ich denn kontinuierlich mein System weiterentwickeln, wie kann ich weitere Anwendungsfälle hier integrieren, wie kann ich mehrere Mitarbeiter noch auf die Plattform hinaufbringen, ihr Engagement erhöhen. Also das eine Methode, die wir hier ganz konkret bei der Wacker Chemie oder gemeinsam mit der Wacker Chemie im Intranet-Kontext angewendet haben, aber die sich genauso auch auf alle anderen Aspekte von New Work, alle Projekte, alle Beispiele, die Sie auch vorhin genannt haben, sei es UCC, sei es generell digitales, flexibles Arbeiten etc. anwenden lässt. Gut, ja, und bevor wir jetzt ganz konkret den Herr Hildenbrand mit in den Talk einbeziehen und ja auch ganz gespannt auf Ihre Fragen sind, die Sie zu diesem ganzen Thema haben, was Sie umtreibt, haben wir nochmal eine Umfrage vorbereitet. Richtig, Steffen? So sieht's aus, genau. Wir haben eine Umfrage, und zwar die zweite. Wir wollen nämlich von Ihnen nochmal, bevor wir in den Talk gehen, erstmal so die Herausforderungen auch ja, bisschen definieren bzw. herausfinden. Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen bei der Umsetzung des New Work-Gedankens? Dass es mehrere Standorte in einem Unternehmen gibt, die Mitarbeiter zu motivieren, da mitzumachen. Ne, also kennen wir ja alle, auch bitte nichts verändern, es läuft doch alles. Vielzahl an Tools, ne, also welches Tool nutzen wir eigentlich, Entscheidungen über die Nutzung der richtigen Software, neue Kompetenzen im Umgang mit ständigen Veränderungen, mehrere Generationen zusammenbringen, ne, dieses Mindset gehört auch so ein bisschen zum Thema Mitarbeitermotivation, die Geschäftsführung überzeugen, ne, also die ja manchmal vielleicht sogar das Projekt genehmigt, aber nicht so richtig überzeugt ist, aber sie muss halt mitmachen. Ja, oder sonstiges, ne? Bitte hier auch im Chatfenster kommen auch nochmal Punkte dazu, ne? Unternehmenskultur wird hier noch genannt. Dann ist hier leider ein bisschen was abgebrochen. Geht dann hier weiter. Meiner Erfahrung nach wird von den Geschäftsführern New Work immer nur mit Tools gleichgesetzt, aber die Mitarbeiter gehören mitgenommen. Ne? Also auch die Sache, ne, dass man das quasi auch dann von oben mitdenken muss. Und dementsprechend ist das natürlich, ja, wichtig, dass, und das wird uns der Herr Hildenbrand sicherlich bestätigen können, dass es natürlich nicht nur etwas ist, was finanziell versorgt werden muss, so ein Projekt. Oder sondern auch natürlich ja, vom Mindset da sein muss. Herr Hildenbrand, hallo, grüße Sie. Hallo erstmal. Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung zu diesem doch spannenden Thema, was uns auch die letzten Jahre schon sehr beschäftigt hat. Und ja, das Mindset ist ein ganz wesentlicher Bestandteil auch der Herausforderungen, die wir da haben. Und was für mich auch in dem ganzen Projekt, in diesem wie auch in anderen, sehr, sehr spannend war, ist, dass das Mindset, wie man langläufig vielleicht meint, gar nicht so sehr vom Alter abhängt. Das heißt, also die Jungen sind auf die neuen Themen und die Älteren möchten eigentlich eher die Beständigkeit haben, sondern es ist querbeet alles vorhanden. Wir haben Junge gehabt, die offen, aber eben auch geschlossen sind gegenüber solchen Veränderungen, und wir haben ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt, die teilweise sehr, sehr offen diesen neuen Gedanken gegenüberstanden, und aber natürlich auch welche, die gesagt haben, da bin ich dann doch nicht mehr ganz der Richtige dafür. Also kunterbunt alles dabei. Und ja, das Mindset ist einer der wesentlichen Aspekte, um das Ganze dann zum Laufen zu kriegen. Ja, kommt ja hier auch in dieser Umfrage raus, ne, wenn man die drei stärkst geklicktesten nochmal sich anschaut, ist es die Mitarbeitermotivation, ne, also dass das als größte Herausforderung gesehen wird. Dann kommt diese neue Kompetenz überhaupt mit dem Umgang mit diesen neuen Tools, ne, also das zu lernen, und natürlich das, und das ist der stärkste Punkt sogar, ist das Thema mehrere Generationen zusammenbringen. Wobei es jetzt nicht unbedingt immer ist, wie Sie gerade sagten, ne? Die Jungen wollen und die Alten in Anführungszeichen nicht, sondern ich glaube, das ist auch in jedem Unternehmen unterschiedlich. Bei Ihnen war es Genau. auch so. Genau. Also wir hatten, und das fand ich sehr spannend, von einer Kollegin, die frisch dabei war, die hat gesagt, lasst mich mit dem Social Media Sachen bitte in Ruhe, ich möchte arbeiten. Und wir hatten Ältere dabei, die gesagt haben, endlich tut sich an der Ecke auch mal was, ich nutze das schon die ganze Zeit privat. Also es ist kunterbunt, querbeet, und ich kann da, sagen wir mal, keine Altersstruktur feststellen, sondern eben, wie gesagt, eher so eine Mindstruktur. Es gibt Leute, die sind dafür offen, und es gibt Leute, die sind weniger offen dafür.
Wie motiviert man diejenigen, die dann nicht so offen sind? Vielleicht Kevin auch an dich, an beide dann die Frage, was macht man dann mit denen, damit man die mit ins Boot reinbringt? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern sich, wenn die sich diesen Themen öffnen, es dann sukzessive so ist, dass die anderen dann sukzessive auch mit reingehen in die Themen. Also wenn wichtige Diskussionen stattfinden über diese neuen Kanäle, dann kommen die schrittweise mit dazu. Das heißt, die Herausforderung ist, wie bekomme ich eine Vielzahl von Leuten auf diese Kanäle? Und vor allen Dingen, dass sie auf diesen Kanälen auch relevante Informationen ausdiskutieren oder besprechen. Weil wenn es quasi nur ein Kaffeekränzchen ist, dann ist es relativ wenig interessant. Wenn aber wirklich relevante Informationen ausgetauscht werden, und zwar über die Abteilungsgrenzen hinweg, dann sehe ich, dass da mehr und mehr Leute auch sukzessive dieses Medium annehmen und für sich gewinnen. Ja. Ja, und wir versuchen tatsächlich wirklich alle Stakeholdergruppen hier mit zu involvieren. Ja, ganz bestimmte Stakeholdergruppen, die hier wirklich wichtig sind. Der Betriebsrat zum Beispiel, gerade ja in Deutschland ein wichtiges Thema. Oder die Assistentinnen von Führungskräften. Ja, also es gibt so bestimmte Zielgruppen, die man hier in seine Projekte mit einbeziehen muss, denen man ja die Vorbildwirkung erklären muss, dass sie hier als Multiplikator auftreten sollen. Und wenn das funktioniert, dann steigen danach sehr, sehr schnell alle anderen, machen alle anderen mit. Wenn ein Betriebsrat und eine Führungskraft, vielleicht sogar der Vorstand, der CEO, ja, mitwirkt an so einem Projekt oder ganz konkret eben in einem Social Intranet den ersten Blogpost schreibt, dann sind auf jeden Fall alle Mitarbeiter dabei. Also der Mehrwert muss auch klar sein, das habe ich jetzt gerade nochmal mitgenommen, also dass es eben nicht nur ein Tool ist, weil es jetzt irgendwie da ist und weil es das gibt, sondern man muss den Mehrwert erkennen, glaube ich, das ist auch ganz wichtig, damit man sieht, ich habe auch wirklich was davon, das erleichtert meine Arbeit, ich komme schneller an Informationen ran oder ich kann besser mich mit anderen Leuten noch austauschen, ich kann schneller Probleme lösen in meinem täglichen Doing. Herr Hildenbrand, lassen wir uns doch mal ganz kurz so ein bisschen eingrenzen. Das eine ist das Thema Intranet, das ist ein konkretes Projekt, was Sie jetzt erstmal angestoßen haben, aber Sie haben ja insgesamt sind Sie ja Digital Workplace Verantwortlicher bei der Wacker Chemie. Was umfasst denn das komplette Projekt? Also wo, was haben Sie da vor? Was ist Ihre Aufgabe? Also letztendlich, wenn man von New Work spricht, im ursprünglichen Sinn, da geht es ja um einerseits die Sinnhaftigkeit oder auch die Selbstständigkeit oder auch die Teilhabe an der Gemeinschaft. Und die Frage, die wir uns natürlich an der Stelle gestellt haben, ist, wie kann ich das mit den heutigen Mitteln ganz gut unterstützen? Und wir sehen da drei Aspekte. Es geht ähnlich wie das, was der Herr Hähnlein vorher vorgestellt hat. Wir haben es unterteilt in die Bereiche People, Places und Tools, was wir sehen. Und das betrifft nicht nur den Bereich, den ich verantworte, und zwar die Methodiken als solches. Das heißt also, wie arbeiten Mitarbeiter über Abteilungsgrenzen hinweg zusammen, also in Form von Design Thinking Methoden oder generell agile Methoden wie Scrum, was momentan immer stärker in Projektarbeit mit reingenommen wird. Das heißt, die Art und Weise nicht in sagen wir mal, vorgegebenen Strukturen im Sinne eines, ich sage es mal, Wasserfalls zu denken, sondern die Situationen aufzugreifen, die sich gerade ergibt und dann diese strukturiert abarbeiten zu können. Also ganz im Sinne von Scrum, vielleicht auch mit Methodiken von Kanban. Also das sind neue Themen in der Zusammenarbeit, nicht nur innerhalb der IT, sondern eben auch mit dem Fachbereich zusammen und mit verschiedenen anderen Stakeholdern. Dann haben wir auf der anderen Seite einen ganz wesentlichen Aspekt, den Herr Hähnlein vorher auch schon erwähnt hat, nämlich der Places, also die Art, wo ich mit welchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenarbeiten kann. Wir haben in den Gebäuden, in denen wir sind, aus den 80er Jahren noch sehr stark die Strukturen von Ein-Zweier-Büros. Dort wird das Zusammenarbeiten sehr schwierig, wenn ich ihn mit mehreren zusammenarbeiten möchte. Das heißt, da muss man sich entsprechende Meetingräume dann suchen, um hier einen entsprechenden Austausch zu bekommen. Und dort haben wir auch begonnen, im Sinne eines modernen Arbeitsplatzes uns zu überlegen, welche Module bräuchten wir denn eigentlich, damit diese Art der Kommunikation, diese Art der Zusammenarbeit auch standortübergreifend noch besser und effizienter wird, weil die Änderungen, die wir im tagtäglichen Leben wahrnehmen,
durch, sagen wir mal, Einzelbüros doch sehr eher schwierig ist, diese auch wirklich dann mit anderen auszutauschen. Und hier haben wir, weil wir jetzt noch keine Umbauten gemacht haben, aber einzelne Zonen schon mal eingerichtet, wo man mal testweise versucht haben herauszufinden, wird denn sowas angenommen? Und das Feedback war sehr, sehr gut. Wir haben einzelne Zonen eingerichtet mit, sagen wir mal, Möbeln, die sowas ermöglichen und haben dort sehr, sehr tolles Feedback zurückbekommen. Und das Dritte sind natürlich die Tools. Und hier haben wir eben genau die Herausforderung, dass wir viele tolle Tools haben. Allerdings allein die schiere Anzahl an Tools, die momentan zur Verfügung stehen, überfordern den einen oder anderen. Und deswegen haben wir auch hier einen ganz starken Antrieb, einerseits Tools zu harmonisieren, zu konsolidieren, um es dem Anwender eben einfach zu machen, sich mit den Tools zu beschäftigen. Weil letztendlich geht es auch beim, ich sage jetzt mal, Thema Smart Working, nicht darum, möglichst viele Möglichkeiten zu haben, sondern die Arbeit, die ich eigentlich zu tun habe, möglichst einfach und effizient tun zu können. Und das fängt beispielsweise auch damit an, wenn ich in einen Meetingraum reingehe und dort entweder eine Videokonferenz aufbauen möchte oder präsentieren möchte, dann möchte ich das eigentlich tun, ohne mich groß zu informieren, was ist in dem Raum überhaupt verfügbar, was muss ich denn eigentlich alles tun, damit ich die Kollegen mit einbinde oder eine Präsentation auf den Beamer bekomme. Und das sind alles so Themen, die wir sukzessive bündeln und im Rahmen des Digital Workspace versuchen zu harmonisieren, um es eben dem Anwender möglichst einfach zu machen, mit diesen ganzen Tools, Werkzeugen arbeiten zu können. Und da ist natürlich das Intranet-Projekt auch ein wesentlicher Bestandteil genau dieses Workspaces, weil es eine zentrale Plattform für den Einstieg ist. Ja, vielen Dank nochmal für diesen Überblick jetzt des gesamten Themas New Works für die Wacker Chemie. Lassen Sie uns mal ein bisschen tiefer in das Intranet-Projekt reinschauen. Es gibt auch hier schon eine konkrete Frage, die auch bei mir sofort irgendwie aufgepoppt ist, als eben die Zahl kam. Wie wurde bei Wacker Chemie vorgegangen, um die 150, finde ich eine große Summe, Multiplikatoren zu gewinnen? Gab es einen allgemeinen Aufruf oder wurden diese festgelegt? Kevin, vielleicht kannst du hast das ja wahrscheinlich mit betreut, mal dazu was sagen. Genau, also ich bin selber auch im Projekt beteiligt und ja, wir haben hier das Projektteam, das wirklich das Kernprojektteam erstmal gebildet aus Vertretern wirklich aller, also nicht aller, aber der wichtigsten Abteilung. Wir haben hier Vertreter der IT, Vertreter der Kommunikation, Vertreter von HR, von der zentralen Ingenieursabteilung, natürlich bei Wacker sehr, sehr wichtig. Und mit diesem Kernprojektteam haben wir ja eine Liste entwickelt oder eine Liste angefangen von Mitarbeitern zu schreiben, von Mitarbeitern, wo wir denken, die sind wichtig, die sind hier zentral. Also sowohl im Kernteam waren wir hier schon sehr divers aufgestellt und haben dann aus diesen einzelnen Kernteam-Mitgliedern, jedes Kernteammitglied hat dann einfach 20 Personen vorgeschlagen aus seinem Umfeld, aus seiner Abteilung. Das war schon mal ein großer Faktor. Und wir haben natürlich auch die internationalen Standorte hier mit einbezogen. Die Wacker, wir haben es ja vorhin schon gesagt, ne, mit der Hauptverwaltung in München und dem großen Produktionsstandort in Burghausen, hat aber auch internationale Standorte in den USA, in Asien vor allem. Und auch von dort haben wir Mitarbeiter hier mit in die Multiplikatorenliste aufgenommen, haben diese Leute angeschrieben und eigentlich das, was ich mitbekommen habe, alle, die wir gefragt haben, ob sie an diesem Projekt teilhaben möchten, waren hellauf begeistert. Und ja, so sind wir aus dem Kernteam heraus, was auch schon sehr divers aufgestellt war, zu diesen 150 Multiplikatoren gekommen, die wir von Anfang an in den ersten Workshops über die Discovery-Phase, also das Vertesten von konkreten Tools, bis jetzt hin in die Design-Phase, die Ausgestaltung des neuen Intranets mitgenommen haben. Kann man, ja, bitte. Vielleicht eine Ergänzung, weil Sie gefragt haben, wie hat man die motivieren können. Das bisherige Intranet wurde im Wesentlichen zentral aufgebaut. Und wie der Hähnlein gerade schon gesagt hat, wir haben viele ausländische Standorte, die natürlich ein großes Interesse sogar hatten, gleich in der Gestaltung von Anfang an mit dabei zu sein, weil die Regionen natürlich insbesondere einen erhöhten Informationsbedarf haben, weil sie halt von der Zentrale relativ weit weg sind. Und von daher war die Motivation dort recht hoch, auch wirklich an diesem Projekt mitzuarbeiten, um gleich die Belange der Regionen auch mit einbringen zu können. Kann man was so zum Thema nochmal Generationen sagen? Also wie war die Altersverteilung? Habt ihr da Informationen, Kevin?
Ja, also wir haben da so eine Liste an Faktoren, die wir hier in der Multiplikatoren, unter den Multiplikatoren gerne vertreten haben möchten. Also die beziehen sich auf Altersstrukturen, auch auf Zugehörigkeit zum Unternehmen, Standorte. Ja, also wir wollen wirklich mit dieser Multiplikatorengruppe im bestmöglichen Querschnitt durchs Unternehmen abbilden, damit und vor allem auch kritische Personen einbeziehen, nochmal ganz, ganz wichtig, auch zu dem Thema, wie überzeugt man denn jemanden, der kritisch eingestellt ist. Das ist umso wichtiger, dass man auch diese Leute dabei hat, schon während des Projekts, während man so ein Intranet ausgestaltet, denn wenn man die Fragen während des Projekts schon bekommt und sie beantworten kann, dann bekommt man sie bestmöglich später gar nicht. Umso erleichterter, umso besser verläuft dann der Go-Live und umso engagierter sind auch alle Mitarbeiter, wenn sie schon am Pro diesem Prozess eben beteiligt waren. Hier ist jetzt gerade noch eine Frage, wie viele Tools wurden denn insgesamt dann von den Kollegen überhaupt getestet? Wir haben drei Tools getestet, drei Social Intranet Technologien, Partnertechnologien von uns, wo wir Testumgebungen zur Verfügung gestellt haben. Und ja, also die Frage, es gab ja auch noch eine Frage, welches Tool wir letztendlich konkret gewählt haben. Also es gab natürlich hier, die Wacker Chemie hat ja auch Office 365, das darf ich sagen, Hildenbrand. Und insofern lag es nahe, hier entweder ein Intranet zu wählen, was ja sehr nah am SharePoint sich orientiert oder wirklich ein reines, ganz klassisches Social Intranet mit dem Fokus auf ja, der sozialen Interaktion von Mitarbeitern. Und ja, zwischen diesen beiden Polen haben wir drei Tools vertestet und die Wahl fiel am Ende auf ein Tool, was ich sag mal in der Mitte liegt, nämlich eins, was weder ein reines Social Intranet ist, noch sehr stark an SharePoint orientiert ist. Also etwas, was sowohl die Social Komponenten abbildet, aber eben auch die Möglichkeit hat, hier den Einstieg, die Verbindung zur Kollaborationswelt, zu Office 365, auch zu anderen Tools, die bei der Wacker Chemie gerade eingeführt werden, herzustellen. Okay, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, der mich jetzt auch nochmal interessiert, Herr Hildenbrand, ist natürlich, wie startet man jetzt so ein Projekt? Jetzt haben wir, also das ist ja, jetzt sind wir ja schon im Projekt drin, wenn man die Multiplikatoren auswählt. Ich glaube, vorher muss man ja auch in die Kommunikation gehen, ganz abgesehen natürlich von der Budgetierung und so weiter, was alles ja dann mit der Geschäftsleitung auch geklärt werden muss. Aber können Sie nochmal so einen ganz kurzen Abriss geben, wie Sie auch die Kommunikation gestaltet haben, um die Leute mitzunehmen? Also es gab ja, wie gesagt, viele verschiedene Stakeholder und so ein Projekt ist ja nicht ganz kostengünstig. Deswegen war für uns natürlich die Frage, was für einen Mehrwert hat denn ein solches neues Intranet? Also wir hatten in der bisherigen Lösung ein Lifecycle-Thema, das heißt, es gab schon mal einen Trigger, überhaupt sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und man hätte ja natürlich jetzt hergehen können und sagen, dann nehmen wir halt einfach die nächste Version der bisherigen Lösung. Man ist aber hierher gegangen, hat ganz bewusst gesagt, das reine Informieren, wie es bisher war, davon wollen wir uns eigentlich eher lösen. Wir wollen im Rahmen auch der digitalen Transformation, die ja auch bei uns stattfindet, eben genau diese intensivere Einbeziehung der verschiedenen Mitarbeitern ermöglichen. Und das haben wir dann auch mit den Geschäftsbereichen entsprechend so vereinbart. Es gibt eine Abteilung, die nennt sich bei uns Corporate Communication, die grundsätzlich für solche Themen verantwortlich ist. Und zusammen mit dieser Abteilung haben wir uns dann eben entschieden, eben nicht ein reines Informationsweb-Intranet zu machen, sondern wirklich ein interaktives Medium zu schaffen, um dort auch mehreren Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich einbringen zu können. Und bei uns läuft es dann halt über sogenannte Process Circle, in dem dann diese Kommunikation zunächst erstmal stattgefunden hat. Das Ganze vielleicht noch ergänzt, ist auch im Rahmen eines Programmes der digitalen Transformation innerhalb von Wackers ins Leben gerufen worden, weil man eben genau dort den Bedarf gesehen hat, dass hier noch ein wichtiger Baustein fehlt im Vergleich zu dem, was wir Stand heute haben. Und dann haben Sie quasi ja, wie gesagt, dann haben Sie, sind Sie schon gleich in die Pilotphase reingegangen. Das ist ja dann auch eine agile Entwicklung. Das kam ja auch eben hier, nicht nur, also das agile Arbeiten dann mit der T-Systems Multimedia Solutions. Das heißt, Sie brauchen natürlich dann auch einen sogenannten PO, einen Project Owner auf Ihrer Seite. Wie haben Sie das erlebt? War das auch das erste Mal, dass Sie so in einem agilen Verfahren jetzt sowas gemacht haben oder hatten Sie da schon Erfahrung? Also in der IT haben wir verschiedene Erfahrungen mit agilen Vorgehensweisen. In dem Umfeld war es jetzt eine gewisse Neuerung. Wir haben tatsächlich, wir reden an der Stelle tatsächlich noch von einer gewissen Projektleitung, was es so in der Form ja eigentlich gar nicht gibt.
Der Erfolg, den wir bisher hatten, war, dass wir das tatsächlich auf zwei Schultern aufgeteilt haben. Einerseits tatsächlich der Kommunikationsabteilung, der Corporate Communication und der IT, dass wir und dort einen Schulterschluss gemacht haben, sodass wir, denke ich, an einerseits ein sehr gutes Team, ein Kernteam aufgestellt haben, die dann auch entsprechend einen externen Dienstleister, in dem Fall DT Systems, Multimedia, als eben auch die Kollegen und Kolleginnen mit ans Board geholt haben, die aus den anderen Zentralbereichen wichtige Funktionen ja, begleiten. Und das zusammen hat dann, denke ich, dazu geführt, dass wir auch einen guten Start hingelegt haben und dann auch die Aufgaben sowohl, was im Sinne eines Owners aufgeteilt haben auf eben die beiden Schultern. Kann man schon sowas sagen oder gibt es eine Tendenz, was jetzt in diesem neuen Intranet, ich weiß, es ist noch nicht ganz abgeschlossen, das Projekt, es gibt ja noch jetzt einen Fall, aber es läuft ja schon, was so am meisten benutzt wird, was so die Tools sind, was die Angebote sind, die jetzt dort am meisten genutzt werden? Naja, vielleicht nicht am meisten genutzt, aber was vielleicht eine spannendere Frage ist, was ist denn die größte Veränderung, die wir mit dem neuen Tool hier herbeiführen bei der Wacker? Und wir haben ja schon gesagt, wir haben eine Social-Technologie, also die Enterprise-Plattform Unily hier, die Social-Funktion mit sich bringt. Und ja, das ist ein ganz großer Punkt, ne? Das Intranet, was aktuell oder vorher jetzt bei der Wacker Chemie Einsatz war, hat eben diese Funktion nicht geboten für den öffentlichen, transparenten Dialog, Inhalte zu teilen, zu liken. Also das wird ein großer Aspekt sein, der sich hier verändert. Insofern ist es auch gar nicht ein reines Technologieprojekt, sondern wirklich auch ein Kulturprojekt und ein wichtiger Teil des gesamten New Work-Vorhabens bei der Wacker. Und also das ein Punkt und das zweite, jetzt ich komme ein bisschen jetzt wieder zu deiner Frage, Steffen, was wird konkret als Feature am besten genutzt, worauf freuen sich die Mitarbeiter am meisten, das ist die Suche. Mit der Suche, das haben wir in den Workshops mit den Mitarbeitern erfahren, ist aktuell ein großes Frustrationspotenzial, viele Inhalte werden einfach nicht gefunden und ja, die Suche der neuen Technologie Unily ist hier wirklich ja, eine sehr, sehr gute Suche, die nicht nur Inhalte im Intranet auffindet, sondern es eben auch schafft, zum Beispiel, wenn ich dort was suche, auch mir Dokumente aus dem SharePoint anzuzeigen oder wenn ich zum Beispiel noch mein ServiceNow-Tool angebunden habe, mir auch Inhalte aus dem ServiceNow anzubieten. Ja, also dem hehren Anspruch, den man hat, hier eine Suche im Intranet zu haben, die der Google-Suche nahe kommt, dem kommen wir hier doch sehr nahe, glaube ich, und das wird ein Punkt sein, oder es ist auch aktuell ein Punkt, den unsere Multiplikatoren so widerspiegeln, der hier eine große Verbesserung herbeiführen wird. Jetzt gibt es hier nochmal, wir können mal ein paar konkrete Fragen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch nochmal hier ansprechen. Ist das Intranet eine Cloud-Lösung oder On-Premise? Das ist eine Cloud-Lösung. Okay. Aber gehostet in Deutschland. Absolut. okay, dann hat man jetzt hier, finde ich, auch eine gute Frage. Wie schafft man es, dass die Informationen sich nicht doppeln und inflationär ausgetauscht werden? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Die müssen wir auch jetzt in den nächsten Monaten intensiv bearbeiten, weil es tatsächlich die Digitalisierung bietet wirklich fantastische Möglichkeiten, Werkzeuge zu nutzen, Kanäle zu nutzen, genau mit dieser Gefahr, dass ich als Anwender mir überlegen muss, welche der Kanäle existieren denn eigentlich, und ich habe doch vor kurzem mit dem Kollegen gesprochen, gechattet, ge-emailt, was auch immer, wo liegt das denn nochmal? Und hier ist genau das Intranet eine sehr zentrale und wichtige Plattform, dass wir hier den Einstieg bieten über eine solche Suche, um andere Kanäle dann darüber auch zu bündeln. Aber es ist tatsächlich eine schwierige Situation, wenn ich mal davon unabhängig weitere Plattformen nutzen, die halt der ein oder andere Service mit sich bringt, hier eine entsprechende Guidance auch aufzusetzen. Wie kriege ich es hin, dass die Mitarbeiter, sagen wir mal, ähnliche oder die gleichen Kanäle benutzen, damit auch Informationen wiedergefunden wird? Und es ist auch ein Stück weit,
Ja, na klar. Es ist auch ein Stück weit gewollt, ne, dass sich hier Informationen oder vielleicht die Möglichkeiten zu kommunizieren überschneiden. Genau das ist ja die Freiheit, die man seinen Mitarbeitern geben möchte. Klar, es ist ein schmaler Grat, wenn man eben die Möglichkeit, habe sehr viele Möglichkeiten, meine Kollegen zu kontaktieren. Ich kann eine E-Mail schreiben, ich kann sie im Intranet anschreiben, ich kann ihnen über einen Enterprise Messenger, je nachdem, was man einsetzt, Skype for Business, Microsoft Teams, Webex Teams, was auch immer. Ich habe sehr, sehr viele Möglichkeiten, einfach zu kommunizieren und mit meinen Kollegen zusammenzuarbeiten. Damit kommen sehr, sehr viele Mitarbeiter sehr gut klar. Andere brauchen eben hier eine klare Guidance. Aber das ist für mich ja ein absolutes Paradebeispiel von New Work, dass man eben hier als Unternehmen sagt, wir stellen unseren Mitarbeitern eben möglichst mehrere Tools zur Verfügung, sodass jeder im Sinne seiner Abteilung, im Sinne seines Projekts sich das Set an Tools, ne, aus diesem Werkzeugkoffer zusammensuchen kann, was eben am besten zu seiner Arbeitsweise passt. Natürlich darf man das nicht bis zur Spitze treiben, macht ja keinen Sinn, so viele redundante Tools einzuführen und überall für Lizenzen zu bezahlen und noch ein Cloud-Produkt und noch ein Cloud-Produkt als Software as a Service zu betreiben. Aber eine gewisse Überschneidung ist dann hier doch gewollt und auch Teil der Strategie. Nächste spannende Frage an Sie, Herr Hildenbrand, sicherlich. Werden denn Regeln aufgestellt? Also wenn wir jetzt hier über das Social Intranet natürlich auch reden, oder ist alles frei und dann vielleicht etwas wild und anarchistisch? Haben Sie Regeln? Also es gibt natürlich sowas wie eine Netiquette, also die sollte auf jeden Fall natürlich eingehalten werden. Jetzt ein ganz konkretes Regelset, Regel 1 bis 10, haben wir jetzt erstmal nicht. Das wird aber sicherlich im Sinne der Erfahrung, die wir jetzt damit sammeln werden, relativ schnell aufgebaut werden. Es ist, so wie der Herr Hähnlein auch gerade gesagt hat, wir wollen ja eine Plattform erstmal bieten, damit die Leute auch motiviert sind, sich auszutauschen. Und wir gehen jetzt erstmal nicht davon aus, dass die Plattform missbraucht wird, weil letztendlich kann es ja auch jeder sehen. Also es gibt keinen Kommentar, der nicht auch wirklich mit dem eigenen Namen dann drunter steht. Und von daher gehe ich davon aus, dass sie in der Form jetzt nicht wirklich missbraucht wird. Und auf der anderen Seite denke ich, sollten wir auch den Mitarbeitern nicht gleich mit einem Regelwerk kommen, weil es dann einfach schlicht und ergreifend die Kommunikation einschränkt, unterbindet und ja, eher nicht motiviert, weil die Frage ist, darf ich das jetzt schreiben oder darf ich das jetzt nicht schreiben? Ich denke, da werden wir sehr schnell lernen, wie wir mit dieser Plattform dann umgehen können. Gibt es denn so eine Kritikecke irgendwie auch auf der Plattform, dass man sich jetzt dann vorstellt zu sagen, okay, wir holen uns auch da wieder Feedback ein? Jetzt nicht nur wegen der Technologie, sondern auch insgesamt über Themen, die gerade im Unternehmen quasi diskutiert werden. Hat man ja in jedem Unternehmen. Eine Kritikecke direkt richten wir nicht ein. Wir wollen ja, also klar, es gibt ja sehr viel positive Kritik und Kritik hilft da eigentlich immer weiter. Sowas direkt richten wir nicht ein, aber es gibt natürlich einmal so eine Art Support-Community, wo man eben Fragen stellen kann, wo sich die Mitarbeiter gegenseitig helfen sollen und können. Das ist ja in verschiedensten Fragestellungen, eben konkret in dem Umgang mit dem Intranet oder eben auch, wenn sie eben gerade etwas nicht finden. Ja, birgt ein sehr, sehr großes Potenzial, weil, und das haben wir auch bei der Wacker gemerkt, als wir mit den verschiedensten Mitarbeitern gesprochen haben in den Workshops. Oftmals ist es auch gar nicht ein Thema davon, ob Tools schon zur Verfügung stehen, sondern viele Mitarbeiter wissen auch einfach gar nicht, was es alles schon gibt. Also viele Abteilungen nutzen oder Projektteams nutzen vielleicht schon etwas, eine Methode oder ein konkretes Tool und ein anderes Projektteam sagt uns, ja, das wäre super, wenn wir das hätten. Und wir hatten ganz oft die Situation, sage ja, aber Ihre Kollegen nutzen das doch schon. Ja, also das ist auch ein sehr, sehr großes Thema, die Transparenz mal zu schaffen, was umso schwieriger wird, umso mehr Tools, umso mehr Möglichkeiten man als Unternehmen anbietet, darüber, was denn eigentlich alles geht. Und da können die Mitarbeiter sich gegenseitig helfen und voneinander lernen. Das ist einfach ein großes Potenzial hier. Wie geht man denn bei Wacker mit den Kollegen in der Produktion um? Können die das Tool ebenfalls nutzen? Na, Sie haben ja viele Personen natürlich auch in der Produktion, die Mitarbeiter. Also da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Nicht jeder in der Produktion hat eigene Identität im Sinne, ich sage jetzt mal, eines E-Mail-Accounts. Dennoch müssen wir natürlich entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung stellen, dass alle Mitarbeiter auf dieses Intranet zugreifen können. Und wir haben beispielsweise Kiosksysteme, die wir aufstellen in der Produktion,
sodass sich jeder Mitarbeiter grundsätzlich dort auch Informationen abholen kann, weil das Intranet ist ja quasi nicht nur ein persönlicher Chat zwischen einem oder mehreren Personen, sondern da werden ja auch generell Unternehmensinformationen zur Verfügung gestellt und das muss allein schon aus der Mitbestimmung heraus jedem Mitarbeiter zur Verfügung stehen. So gibt es, wie gesagt, in den Produktionen verschiedene Möglichkeiten, dass ich mich als Mitarbeiter an ein solches Terminal stellen kann und mir die Informationen auch entsprechend anschauen kann. Passt auch die nächste Frage ganz gut dazu. Kann das Intranet auch per App erreicht bedient werden? Weil das würde ja dann vielleicht mit your Bring Your Own Device dann ja auch einen Zugang ermöglichen. Oder geht das aus Sicherheitsgründen nicht? Also es geht, die Technologie Unily bietet das hier, die bringt auch eine Native App mit sich. Bring Your Own Device, soweit sind wir noch nicht, aber wir haben das auf jeden Fall bei der Tool-Auswahl hier berücksichtigt, dass wir im ersten Schritt die Produktionsmitarbeiter, wie der Hildebrand das schon erklärt hat, eben so erreichen können, aber dass eben langfristig die Möglichkeit ist, dass jeder Mitarbeiter, inwiefern das auch immer dann geregelt wird, über ein eigenes Device oder ein Unternehmensdevice, auch da über das auf das Intranet Zugriff hat, über eine App. Jetzt nochmal zur auch eine, also Sie stellen wirklich tolle Fragen. Vielen Dank dafür, dass Sie sich so rege beteiligen. Wurde für die Entwicklung des Social Intranets bzw. dem Projektverlauf ein Tool für die Kommunikation innerhalb des Kernteams genutzt? Und wenn ja, welches? Also wie haben Sie kommuniziert innerhalb des Projektes? Ja, na klar. Also wir tauschen uns ja hier ständig aus. Wir haben ein wöchentliches Kernteam-Meeting, wobei wir nicht immer in München vor Ort sind oder in Burghausen, sondern auch sehr viel remote arbeiten und die digitalen Tools nutzen. Wacker setzt hier, was die Kollaboration und Kommunikation angeht, auf WebEx Teams. Insofern haben wir auch das genutzt als Tool, um ad hoc zu kommunizieren, um unsere Meetings durchzuführen. Und darüber hinaus haben wir natürlich Notizen geschrieben in einem OneNote. Wir haben Dokumente ausgetauscht über den SharePoint. Wir haben auch hier und da mal eine E-Mail versendet, aber tatsächlich sehr, sehr wenig. Das ist wirklich schön mittlerweile. In den meisten unseren Projekten haben wir es geschafft, die Anzahl an E-Mails, die wir uns schicken, egal ob untereinander oder auch mit dem Kunde selber, sehr stark zu reduzieren. Also wir nutzen hier wirklich die breite Palette an Collaboration-Tools, die der Kunde im Einsatz hat und die wir auch im Einsatz haben und finden da immer eine ganz gute Schnittmenge, um bestmöglich digital und transparent miteinander zu arbeiten. Weitere technische Frage nochmal auch an dich, Kevin, ist, welche Suchtechnologie, wir haben eben über die Suche und die Bedeutung der Suche gesprochen, welche Suchtechnologie ist denn das, die da benutzt wird? Das ist tatsächlich die Suche, die Unily selber mit sich bringt, das ist ein Elasticsearch und man kann eben hier nicht nur das Intranet selber durchsuchen über eine Volltextsuche, sondern eben auch über Schnittstellen andere Datenbanken anbinden, also dann eben auch die Möglichkeit haben, den SharePoint zu durchsuchen, den OneDrive oder eben, wenn man als Unternehmen noch ServiceNow oder Salesforce im Einsatz hat, auch diese Plattformen anschließen und auch hier Dinge über die Intranetsuche auffindbar machen in diesen Tripp-Tools. Eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer sagt, wenn ich an meine Zeit bei einem internationalen Unternehmen denke, erinnere ich Telefonlisten zum Beispiel des Büros in Singapur. Da konnte man da anrufen, meist war der Kollege, den man sprechen wollte, dann nicht da. In New Work stelle ich mir das so vor, dass die Liste dann digital ist und gleichzeitig anzeigt, dass ich den Kollegen in Singapur im digitalen Raum jetzt, dass der auch da ist und ich ihn treffen kann. Ist das richtig? Also, das Interessante bei der ganzen Geschichte ist auch hier so ein bisschen ein Shift, weil, wenn man mal ehrlich ist, ich möchte ja keine Nummer anrufen, ich möchte ja eine Person anrufen. Und mit dem Tool, was wir im Einsatz haben, mit dem WebEx Teams, das unser zentrales Telefonsystem ist, rufe ich eben die Person an und nicht mehr die Nummer. Natürlich steht dann eine Nummer noch dahinter, aber das ist eigentlich Sinn und der ganzen Geschichte. Das heißt, wir wollen eigentlich wegkommen von Telefonlisten hin zu, ich rufe eine Person an. Und da ist es dann auch egal, ob ich jetzt das Telefon abnehme oder ob ich das über meinen Rechner als Smartphone, als Softphone abnehme oder ob ich das über mein mobiles Gerät, über mein Phone dann annehme. Also letztendlich überall dort, wo die Software installiert ist, kann ich auch den Anruf dann entgegennehmen. Und das ist ein zentrales Element, das ich auch als Smart Work bezeichnen würde.
Das heißt also, egal wo ich bin, ich kann die Gerätschaften, die mir zur Verfügung stehen, nutzen, um solche Kommunikation auch wirklich durchführen zu können. Jetzt ist noch mal eine Frage zu dem Kommunikationskanal. Kann es sein, dass die Wahl des bevorzugten Kommunikationskanals mit der Altersstruktur korreliert? Habt ihr da Erfahrung, Kevin oder Herr Hildenbrand? Also ich würde sagen, kann man nicht am Alter festmachen. Auch das ist für mich eine Mindset-Sache. Also Leute, die dafür offen sind, nutzen die neuen Möglichkeiten. Und es gibt Leute, die dem Ganzen noch eher verschlossen sind. Also ich habe, wie gesagt, schon Kollegen erlebt, die kurz vor der Rente stehen, die sehr, sehr gerne auf diesen neuen Möglichkeiten aufspringen. Und ich habe Junge kennengelernt, die noch ganz gern ihr herkömmliches Telefon haben wollen. Also es ist querbeet. Sicherlich gibt es eine leichtere Tendenz, wenn ich sozusagen etwas älter bin und meine Prozesse, die ich über die Jahre Erfahrungen gesammelt habe, ist vielleicht ein bisschen schwieriger, auf die neuen Themen aufzuspringen, wie Junge, die noch eher wissbegierig sind. Aber ich würde das, wie gesagt, vom Mindset abhängig machen. Ingenieure, die kurz vor der Rente stehen und grundsätzlich in ihrem Leben wissbegierig waren, die werden sich auch mit den neuen Themen definitiv auseinandersetzen und da auch ihr, ich sage jetzt mal, Spaß dran haben, weil es einfach neue Möglichkeiten bietet. Okay. Kevin, noch mal eine Frage an dich. Welche Projektmanagement-Methode wurde denn verwendet? Ich habe es befürchtet, dass du die Frage stellst. Hättest du mir schreiben sollen, dass ich sie nicht stellen soll. Jetzt ist nee, alles gut. Alles gut. Ich bin auch mehr oder weniger vorbereitet. Also ich bin eigentlich kein Fan davon, sich Projektmanagement-Methoden aufzuhalten, sich zum Sklave der Methode zu machen. Natürlich haben wir hier Teile von Scrum verwendet in den verschiedensten Projektphasen und sind jetzt auch dabei, Features des Intranets agil aufzubauen in sogenannten Sprints. Aber für mich ist Scrum und alles, was auch sonst noch so unter die agilen Projektmanagementmethoden gefällt, ist mehr ein Mindset als eine Methode. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man in einem Projektteam zusammenarbeitet und dort das Mindset, die Idee von agilen Arbeiten vorherrscht, dann funktioniert diese Zusammenarbeit prima und man muss sich gar nicht in irgendwelche Schablonen pressen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle gar nicht mehr passen. Das heißt, ja, wir verwenden Teile davon, aber immer da, wo es notwendig ist, und wir ändern auch die Projektmanagementmethode immer dann, je nachdem, in welcher Phase wir uns gerade befinden. Okay. Jetzt sehen Sie nämlich nichts mehr, nämlich dass meine Kamera ausgefallen ist. Ich werde aber jetzt quasi nochmal auf eine andere umschalten. So sieht ein bisschen anders aus, aber geht. So, vielleicht, Sie sehen, wir sind schon in der Feedback-Ecke und bitte geben Sie uns Feedback und laden Sie sich hier nochmal die Präsentation von Kevin Hähnlein runter oder natürlich und, nicht nur oder, sondern und, natürlich auch das White Paper, was wir Ihnen schon angekündigt haben. Ich würde so ein bisschen, das ist so eine sehr gute, finde ich, abschließende bzw. Ausblickfrage, die ich bekommen habe. Jetzt muss ich sie nur wieder finden, weil jetzt ich ein wenig abgelenkt wurde durch meinen Kameraausfall. Genau, jetzt habe ich sie. Herr Hildenbrand, können Sie noch über weitere Maßnahmen im Rahmen des digitalen Transformationsprojektes bei Wacker Chemie berichten? Gibt es neue Ansätze im Bereich Personalentwicklung, Weiterbildung zur Stärkung der Kollaboration, zum Beispiel Working Out Loud? Also, was planen Sie noch, um auch ein bisschen Blick in die Zukunft zu richten? Das war jetzt eine sehr breite Fragestellung. Also das Thema Working Out Loud machen wir tatsächlich. Sind jetzt auch schon in der zweiten Runde. Haben da sehr positives Feedback bekommen, weil wir eben abteilungs- und sogar regionenübergreifend hier in einen sehr, sehr guten Austausch reinkommen. Also das funktioniert soweit ganz gut. Was machen wir grundsätzlich? Ich hatte es am Anfang schon gesagt, grundsätzlich das Thema Design Thinking nimmt immer mehr Einzug, um so mehr erste Ideen generieren zu können. Der Hähnlein hat schon angesprochen, das Thema Scrum oder generell agile Vorgehensmethoden in Projekten hält sehr stark Einzug. Also die Methodiken der, sagen wir mal, neuen Arbeitsformen nehmen noch sehr stark zu. Personalentwicklung in dem Umfeld, dass wir jetzt
auf die Leute auf ein Seminar schicken, weiß ich gar nicht, ob das so unbedingt hilfreich ist. Wir machen eher im Sinne der User Adoption vor Ort Events, wo wir die Leute konkret abholen in dem, was sie gerade tun, und dort zu fragen, was sind eigentlich was ist euer Bedarf, wo steht ihr gerade und was bräuchtet ihr eigentlich und wie helfen eigentlich die Tools, die wir schon im Hause haben, euch bei der täglichen Arbeit. Also das sind von daher weniger Personalentwicklungsmaßnahmen, sondern eher, wie gehen wir mit den neuen Themen um, wie bringen wir diese neuen Themen wirklich an den Mitarbeiter aus einer, ich sage jetzt mal, User-Adoption-Sicht. Natürlich gibt es Seminare, wo die einzelnen Methodiken erklärt werden, aber letztendlich kann ich das Ganze nur lernen, wenn ich es anwende, und da versuchen wir entsprechend zu unterstützen. Herr Hildenbrand, vielen Dank, dass Sie heute hier zu Gast waren. Das hat sehr viel Freude bereitet, und vielen Dank natürlich, Kevin, dir auch für deinen Input. Und das war sehr lebendig, finde ich, dann auch mal was aus so einem konkreten Projekt zu erfahren und welche Stolpersteine es gibt und wie man die Menschen motiviert. Und ich hoffe, es hat Sie auch quasi als Teilnehmer und Teilnehmerin motiviert, an dem Thema weiterzuarbeiten. Und es ist nie zu Ende, Herr Hildenbrand. Ich glaube, das ist natürlich auch, wir sind ja, glaube ich, an vielen Bereichen erst am Anfang. Mich freut es, dass Sie dabei waren. Wie gesagt, laden Sie, haben Sie jetzt noch die Chance hier, die entsprechenden Unterlagen runterzuladen. Es sind ein paar Fragen, konnten wir leider nicht beantworten. Wir haben sehr viele bekommen, aber wir kümmern uns auch noch darum. Und ja, wünschen Ihnen schon mal jetzt vorab ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank. Okay, ciao. Tschüss.